Herzlich willkommen zurück zu Mario & Rabbids Kingdom Battles. Wir haben das Relikt der Güte gefunden. Anscheinend das echte. Oder sind rote Ringe gefragt. Was ist hier noch? Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ist da auch eine? Ja. Sechs. Ist ganz schön anstrengend. 7. 8. Nein, wo? Da. Oh, Gott sei Dank. So, und runter. Runter? Danke. Und eine neue Waffe für uns. Gucken wir mal, ob wir die direkt kaufen auch. Ratzkatz! Was kann die Ratzkatze denn? Ist sie gut? Gegen Gehilfen mehr Schaden. Ist noch nicht nötig. Schaden, unser Grundschaden ist der gleiche. Also ein Upgrade ist noch nicht unbedingt nötig. Da sparen wir das Geld lieber nochmal. Ah, ich sehe schon. Ich kann gerade überlegen, so, wie? Soll da was hinkommen? Unglücksrad, Tarotkarte. Nice. Nice too. Das soll eine Abkürzung sein. Ist es vielleicht auch. Oder auch nicht. Jetzt muss ich erstmal wieder. Ach so, ja, hier ist ja der. Das Podest. Dann ruft er. Voila, unsere Gebete wurden erhört. Jetzt sollte uns das Mondtor weit offen stehen. Ich sagte, voila. Der Ballon ist bestimmt nicht richtig. Es müsste sich jetzt öffnen. Warum ist es nicht offen? Wir haben unseren Teil erfüllt. Wir haben die verlorenen Relikte der Güte gefunden. Warum ist es nicht offen? Es ist unfair. Warum ist es nicht? Das ist aber nicht die Tür, die uns sich öffnen sollte. Klasse, da ist das falsche Tor. Vielleicht gibt es eine Hotline, die wir anrufen können oder so. Ah, unser anonymer Gönner hat wieder genau den richtigen Moment gewählt, um uns zu einer helfenden Hand zu reichen. Ihr Trottel, vermutlich fühlt ihr euch jetzt ziemlich enttäuscht. Das kann ich gut verstehen. Ich wäre es an eurer Stelle auch. Das Motor kann nur bei Vollmond geöffnet werden. Ist doch klar. Zu schade, dass der gerade erst vorbei ist. Zum Glück für euch kenne ich eine Möglichkeit, den Vollmond zurückzuholen. Nehmt einfach den total nicht schaurigen Pfad, der vom gerade geöffneten Tor wegführt. Dann wird alles bestens funktionieren und ihr werdet noch einmal davonkommen. Irgendwas ist seltsam an dieser letzten Nachricht, obwohl ich nicht genau sagen kann, was. Vielleicht steckt doch noch mehr hinter Madame Brustellers Weissagung, als sie uns verraten wollte. Vielleicht plant jemand weiteres, uns zu schaden, und unser rätselhafter Verbündeter tappt genauso im Dunkeln wie wir. Auf zum Tor! Gestatten? El Calavera. Das ist ein Boss-Hint. So. Yoshi! El Calavera, Schatten hinter dem Schild. Besiege den Miniboss. Er hat Yoshi Rabbit. Okay. Wie machen wir das? Na! Also das mit dem Verdrücken sollte ich mir echt abgewöhnen.
wird nämlich echt hart nervig. Das ist nicht mehr nett. Ich den da hinten nicht. Ah, das ist ein Verteidiger, brauchst du da. Uncool. Ich habe meine Deckung ja, okay. Deckung zerstören kann man mal machen. Kann man ja mal bringen. Stein! Nice one. Der kann sich eh nicht bewegen, aber der Geist wird nerviger, deswegen machen wir erstmal den weg. Das mit Luigi ist gerade ein bisschen ärgerlich. Aber wir haben die nervigen Geister entfernt. Das ist schon mal sehr gut. Nice. 1000! Wie shit. Kavems. Reicht's schon? Nein, dann muss noch einer in dich reinsliden. Dann reicht's. Hoffe ich. Jetzt reicht's. Sehr gut. Tschüss, Mann. Ja, du solltest dich irgendwie irgendwo hinbewegen. Ich weiß noch nicht wohin. Geh mal in Deckung. Den treffen wir nicht. Weil er sein Schild dahin hält, ne? Ja. Das ist uncool. Was hat der denn vor? Oh, der kann Granaten werfen. Oh, Geister, neue nervige. Schön. Freude. Kriege ich dich denn? Da kriege ich dich. Ooh, 175, gib ihm. Oh, der kann versteinert werden. Das ist ja genius. Voll nah an den dran, das ist voll dumm. Aber why not? Wir müssen dem ja irgendwie Damage machen. Whoopsie. Das mit den Geistern wird es unangenehm, aber wir müssen da ja durch. Geister sind allgemein. Oh, come on. Verdammt unangenehm. Wollen wir sie Luigi platt machen? Was soll das? Oh mein Gott. Warum ziehen sie denn den Rabbit dahin und machen dann auf Luigi? Penner. Wenn wir jetzt wieder versteinern, wäre das ziemlich nice. Er kommt nicht mehr weg. Was sag ich dir? Der kommt einfach nicht mehr weg. Wo sind denn jetzt die ganzen Geister hin? Da. Da treffen wir eh nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Da kommt ein Nichtgeist raus. Deswegen mache ich mal die Heldensicht an. Aua. Nice one. Auch Heldensicht an. Mit dem scheiß Vampir immer. Ja, der hat ja nicht schon genug Vampir. Aber er ist jetzt mein Mate, der hier alles immer schön versteinert. Oh, diesmal nicht. Schade. Aber wir können ihn noch ansliden. Und dann abhauen.
Oh nein, Heldensicht, ich hab's vergessen. So. Ja, ekelhaft. Ja, ich glaube, Mario wird gleich der Letzte sein. Ich glaube, ich muss das neu starten. Ich könnte ihn... Guten Tag. Verdammt. Vielleicht hätte ich das zuerst machen sollen. Tschüss. Oh mein Gott. Luigi ist gut. Peach vielleicht noch? Er kann halt alle ansliden. Und hat die Bazooka, um die Deckung wegzuschießen. Ist eigentlich auch geil. Den und Luigi. Also was so. Luigi wäre halt super wegen der Reichweite, aber die Geister sind halt mega nervig. Mega nervig. So, Luigi geht erstmal schön aus der Reichweite. So. Heldensicht. Wenn er wegspringt, kannst du ihn ja nochmal abschießen. Tut er leider nicht. Aber 180 war eh ein One-Shot. Nice. So. Wir kommen nicht weit genug. Wir könnten aber... dem die Deckung wegschießen. Okay. War anscheinend eine gute Explosion. Mario könnte dem dann erstmal das Licht ausmachen. Haben wir die beiden Geister schon mal weg. Dann machst du das noch. So, und du könntest dich auch noch bewegen. Du gehst schon mal hier rüber. Schwachmacher reicht nicht bis dahin, ne? Aber den brauchen wir eh nicht. Nee, reicht auch nicht. So, was hat er vor? Au. Eins, zwei. Und noch ein dritter. Jetzt weiß er gar nicht mehr, was er tun soll. So. Ist perfekt, dann heilst du dich. So. Machst einen Schwachmacher auf den. Du machst halt nur 80, 90. Hätte ich vielleicht gucken können, ob wir noch irgendwie noch was kriegen, aber... Wupsi. So. Luigi. Mit dir muss ich mich jetzt so bewegen, dass ich den irgendwie ansatzweise kriegen kann irgendwann. Und Geister kommen ja auch gleich. Das heißt, wir müssen eh mal hier weg. Fahren wir zu dem hin. Das Ding fährt immer. Das können wir ruhig schon machen. So. Oh lol. Unangenehm. Das kannte ich nicht.
Das ist ja ein unangenehmer Move. Warum dreht er sich denn jetzt zu Luigi? Ist ja voll abartig. Wo kann Mario? Da kann Mario. Okay, pass auf. Er könnte viel weiterkommen. Wer braucht schon die Fähigkeiten? So. Ich hätte ihn pushen sollen. Ich vergesse das immer. Ach, der dreht sich auch nicht um. Voll doof, dass der sich nie umdreht, wenn einer den anschießt. Schüttet der aus Yoshi die Bomben raus? Kann Yoshi eigentlich diese Bomben werfen? Oh, das ist aber nett, dass du mich in die Deckung ziehst. Oh fuck, der ist fast tot. Oh, Rabbit Luigi ist so schwach, Mann. Was die mit mir machen? Wie Marionetten spielen die mich. Ist jetzt aber alles ziemlich unangenehm. Hol den Vampir, komm. Nice one. Ein bisschen Heal schadet nie. So. So, jetzt machen wir noch Folgendes. Zack. Zack. Und zack. Bisschen Luigi retten, wa? Muss ja auch mal sein. Obwohl, da hinten kommt ein Ziggy. Einmal so. Und einmal so. Ah, schade, ohne Effekt. Mit Effekt wäre viel nicer gewesen. Wieso triffst du denn auf Luigi? Aber besser als auf Rabbit Luigi. Oh mein Gott. Ich glaube, Luigi ist tot. Und Heldensicht, Luigi darf sie nicht bewegen. Wie mies. Wie mies. Jetzt weiß ich gerade nicht, wie ich das machen soll. Auf Mario kann das triggern, aber kann er nicht. Oh mein Gott. Da kriegen wir den. Mit Tinte. Oh. Warum denn jetzt mit Tinte? Das wird's dumm. Aber jetzt haben wir das getriggert. Vielleicht kriegt Luigi das hin. Wenn nicht, haben wir ein Problem, Luigi. Nice. Oh Gott, geh bitte nicht auf Luigi. Auch nicht auf Rabbit Luigi. Ah, das ist so ekelhaft.
Weißt du, da trifft er drüber. Das ist voll dumm. Alter, ich bin so am Arsch. Oh mein Gott. So am Arsch. Kriegt das Mario mit? Nein. Und hier treffen wir den nicht. Ja gut. Was machen wir denn da? Ach, er schickt meine Maschine auch weg? Ja, nee, jetzt ist Luigi tot. Wieso hat Luigi eigentlich nur 100% Chance gehabt und Mario nur 50? Das hat irgendwie keinen Sinn ergeben. Ich komme doch nicht dahin, wenn er sich nicht bewegt. Dann warte ich hier. Ach, jetzt kommst du. Machst mich mega fertig. Nice. Hammer Time. Jetzt ist so Hammer Time. Und damit ich dich noch zweimal abschießen kann. Und dich vielleicht besiege. Wenn du dich wegbewegst gleich. Nachdem du. Oder dich vorher wegbewegst. Okay, beweg dich bitte. Uncool. Das tut weh. Beweg dich. Nice. Eat this. Oh mein Gott, das war so schlimm. Willkommen in unserer bunten Truppe. Jeder, der uns helfen will, das Pilzkönigreich wieder zusammenzusetzen, ist herzlich willkommen. Wir haben jetzt... Ja, das mache ich später. Später mache ich das auf... Gut. Perfekt. Das war schrecklich. Ich hasse diese Granaten einfach. Ich mag diese Statue. Rabbit Yoshi, halb Yoshi, halb Rabbit, halb Yoshi. Ganz gefährlich. Öffne den Fertigkeitenbaum und mach ihn bereit für die Schlacht. Neue Waffen. Du bist irgendwie cool. Und... Nehmen wir Peach mal mit. Waffenauswahl. Wir haben neue Waffen. Ja, die sind auch stärker. Oh, okay. Aber erstmal müssen wir für Rabbit Yoshi. Obwohl, der macht schon. Alter. Voll die MG. Feuerschance, Frostschaden. Ja, kaufen wir für Peach die hier. Und für Mario. Ein besserer Hammer. Aber da warte ich immer lieber, bis wir noch Zusatzeffekte bekommen. Aber 10 Damage mehr ist schon ziemlich nice. So. Oh, ich kann noch eine Waffe kaufen. Auch sehr nice. Er ist halt echt... Er macht halt echt mehr Schaden mit so... Vampir-Chrizzle. So, geben wir Luigi noch eine Waffe. So. Gucken wir mal, was hier abgeht. Hier nix. Wait. Hier war ich schon mal, oder? Nein. Schauriges Dorf. Guck mal hier. Das Ende der Welt.
So, müssen wir auf der anderen Seite auch nochmal gucken. Das sind auf jeden Fall Münzen. Ein Sarg. Eine Sargstatue. Ach, jetzt sind wir hier oben. Fünf Kugeln. Wow. Das war ja auch nicht das schwerste Rätsel, muss man sagen. El Calavera. Okay, da können wir wieder runter. Ich habe das Gefühl, dass ich hier noch mehr Kisten verpassen werde als sonst. Da hinten ist das rechts, kommen wir wieder zurück. Okay. Da ist ein Bonuslevel. Okay, das machen wir doch mal eben. Wipp, wipp, wipp. Da sind wir jetzt beim ersten Mal hart verwirrt. Ja, verkackt. What? Alles klar. Ich schaff's doch. Oh mein Gott. Okay, gerade so. Ich habe gerade Waffen gekauft, verdammt. Ah, oh, der Hydrantenhammer. Verdammt, das ist bestimmt gut. Verdammter Mist. Doppelläufig. Aha. Aha. Muss ich an diese Lampen? Nein, ne? Nein, okay. Die kann man nur auf eine Richtung lösen? Der Weg ist ja eigentlich eingezeichnet, oder? Ist auf irgendeiner Plattform was drauf, was ich sammeln will? Okay, hier komme ich nicht. Aber warte mal. Okay. Habe ich jetzt vier Richtungen, wo ich jeweils durch so ein Labyrinth... Oh mein Gott. Hier komme ich aber nicht weiter, weil ich nicht hauen kann. Gut, das ist nicht der Richtige hierfür. Das irgendwie schon, weil hier geht nirgendwo einer hoch. Falsch geraten. Okay. War gelb, womit ich hier rübergekommen? Nein. Blau war's. Oh Mann. So. Hier drüben kommt man auch rüber. Da komme ich her. Nope, grün ist nicht die Farbe, womit wir hier rüberkommen. Das kann man noch vorher nicht sehen, ne? Ist es gelb? Ja, okay. Das war einfach. Die Schiebe... Was? Trollolol. Haben die keine Angst, sich irgendwas einzufangen?
Ich würde in so ein Gewässer echt nicht reingehen. Uah, gruselig. Vor allem auch eklig. So. Rot ist bestimmt das, womit wir darüber kommen, weil das voll toll dekoriert ist. Und weil das grüne Auge oben ist. Oder wir brauchen grün, weil der Pfeil ist auch grün. Warte mal. Wenn grün jetzt richtig ist, waren das alles Hints. Grünes Auge an dem Hasen, grünes Schild. LOL. Ich bin so smart. Walküre, schießwütige Schucken. Die schießt aus ihren Brüsten. Walküren geben alles, wenn es darum geht, sich und andere zu schützen. Passt bei ihren Teamsprüngen auf, sie enden mit einem Bodenkracher. Lasst euch von ihnen nicht überrumpeln. Hütet euch außerdem vor ihrer einzigartigen, aber mächtigen Schusstechnik. Oh. Muss das sein? Er hat so ein Schild, das ist voll gut. So. Er hat mir voll viel HP. Ist alles 50%, egal was ich tue. Also kann ich auch versuchen, die rüber zu schießen. Natürlich klappt das nicht. Warum sollte das auch funktionieren? Ich will jetzt sehen, wie er schießt. Oh, lol. Prozent. So. Und nochmal. Alter. Ich glaube, du bist kaputt. So. Ach, mit Sprungeffekt. Ja, geil. Aua. Au, die tun ganz schön weh. Ja. Guck mal, die Schilde, die scheinen doch irgendwie zu fu- Achso, nein, ich muss ihn besiegen für den Schild von... Achso. Achso. Okay, warte mal. Luigi, kannst du da mal... Luigi soll schon... Yoshi, kannst du da mal rüber? Alter, so viel Damage? Das war schon einiges eigentlich. Wir müssten mal hier landen, damit wir Mario heilen. So. Guten Tag. Ich mache jetzt Kavums. In ihr Gesicht. So. 71, ist das dein Ernst? Das fehlt uns dann. Dann können wir nicht auf jemand anderen springen. Schade. Ja. Kannst einmal darüber schießen. Es ist nicht sicher, dass... Ach so, weil 50%. Kacke. Aber die Kamera hat's mir verraten. Es geht gut. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Okay. Oh. Okay.
Ich glaube, das ist aus der Reichweite von den Valkyren. Alter! Valkyren sind mega eklig! Die tun ja nur weh. Alter! Alter! Ja, Rabbit Luigi kann nichts anderes tun, außer noch rübergehen. Und ihr voll ins Gesicht schießen. So. Dann kann Peach. Ah, warte, Mario kommt einfach mal rüber. Reicht nicht, dann mache ich den hier. Den kriegen wir nicht. Abschießen. Ich will nämlich den Heal haben. So. Weg mit dir. Bitte zünd nicht die anderen an. Dankeschön. So, zwei noch. Aua. Die haben aber voll viel HP, Mann. So. Allgemeine Schadensminderung. Boop. Dann. Ist von kein Peach. Die kann da hin. Okay. Warte mal. Dahin kann sie auch. Okay. Guten Tag. Oh, das tut Rabbit Luigi nicht weh, glaube ich. Weil er ein Schild hat. Oh ne. Er kriegt doch Schaden. Yes! So. Jetzt muss ich aufpassen. Kacke. Es sollte nichts passieren, das wird mir nicht angezeigt. Bitte brenn nicht. Ach, ja, so viel dazu. Es wurde mir nicht angezeigt. Bei der Bombe wurde es mir angezeigt. Aber hier nicht. Was ein Bullshit. Voll dumm. Stört mich jetzt echt. Können sie wenigstens keinen Teamsprung mehr machen. Prozent? Achso, mit der Ente, ne? So, was ihr könnt, kann ich schon lange. Also, das können die nicht, aber andere von denen. Das mit Yoshi ist jetzt voll nervig. Weil der hat auch eh wenig, voll wenig HP gehabt, so. So, beweg dich bitte zuerst. Nein. Ah, du bewegst dich natürlich so, dass die dich nicht sieht. Goddammit. Schieß die Deckung jetzt trotzdem einfach weg. Easy game. Feuer! So. Was machst du jetzt? Doof gucken. Das kannst du ja gut. Tschüss, Mann.
Ach, zwei Züge zu viel auch noch. Okay, dann hat sie das eh erledigt. Dann muss ich da so oder so nochmal rein. Dann ist das ja gar nicht mal so tragisch. Okay, nächster Kampf direkt. Das machen wir im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal zu Mario & Rabbids Kingdom Battles. Hier liegen noch über Münzen. So, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.